Ein herzliches Willkommen zum neuesten Unboxing-Video hier beim Atzenberger Online-Kanal, liebe Freunde. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit am Start seid und euch mein neuestes Video anschaut. Das freut mich wie immer sehr. So, wie immer, wir fangen sofort an. Ich habe mal wieder was Schönes Neues besorgt. Und zwar haben wir diesmal von Shogetten Specials oder wie auch immer eine neue Sorte. Und zwar haben wir diesmal die Salted Pretzel Peanut Butter. Ja, richtig cool. Ich bin mal wieder einkaufen gewesen im Lidl und da gab es die Dinger zum Preis von 1,49 € für eine 125 Gramm Packung. Ja, kannte ich bisher noch nicht, scheint was ganz Neues zu sein. Deswegen musste ich die auf jeden Fall mitnehmen, weil ich liebe nämlich Salzbrezeln, ich liebe Erdnussbutter. Ja, und das Ganze hier zusammen in Schoketten gepackt, so denke ich mal, kann eigentlich nur ziemlich lecker sein. Ja, was haben wir hier, Freunde? Wir haben 15 einzeln verpackte Vollmilchschokoladenstücken mit einer Brezelkugel in der Mitte, mit einer Erdnusscremefüllung und Erdnussstückchen. Hier auf dem Bild kann man das schon relativ gut sehen, wie das Ganze aussehen soll. Das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen und probieren und dann werde ich euch sagen, ob das Ganze in meinen Augen schmeckt oder nicht. Nun gut. Fangen wir immer an mit der Rückseite. Ich hoffe, wie immer, dass man das hier halbwegs lesen kann. Ich halte das mal so ein kleines bisschen hier nach oben. Wir haben hier wie immer unsere Zutaten. Wir haben hier die Nährwerte. Hier unten sind nochmal zwei andere Sorten abgebildet. Die werde ich vielleicht auch nochmal probieren, je nachdem, wie gut oder schlecht das jetzt hier gleich schmecken wird. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an und öffnen mal das Ganze so. Wir haben hier oben noch einen Zipverschluss. Wofür der jetzt genau sein soll, weiß ich eigentlich nicht, weil die sind ja alle einzeln nochmal verpackt. Also, nun ja, wie dem auch sei, so ist es halt. Wir zoomen mal hinein. Also das erste, ich habe schon mal gedacht, die sind ein bisschen größer. Naja, okay, wir packen mal aus das Ganze. Ja, eine Schogette, eine kleine Schogette. Kommt zum Vorschein. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen hier unser schönes Messerchen und teilen das Ganze mal in der Mitte durch und vergleichen das mit dem Bild, welches sich auf der Packung befindet. Ja, würde ich sagen, sieht auf jeden Fall identisch aus. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, ich probiere das Ganze mal. Oh, geil. Richtig gut. Schmeckt direkt mega intensiv nach Erdnussbutter. Ist auch prall gefüllt. Wie gesagt, dieses leichte Salzige noch in der Mitte von der Salzbrezelkugel. Ganz kleine Erdnussstückchen. Die Schokolade ist auch sehr lecker. Also dazu kann ich nur sagen, ganz klarer Doppeldaumen nach oben. Ganz klare Kaufempfehlung. Auch ein guter Preis. 1,25 €. Ja, Quatsch, 1,49 € für 125 Gramm, so rum war es, Entschuldigung. 15 einzelne kleine Stückchen. Ja, doch, kann man auf jeden Fall mal machen. Also ich würde es auf jeden Fall direkt nochmal kaufen. Ich finde es sehr, sehr lecker. Wie gesagt, ich bin ja eh Erdnussbutter-Fan. Deswegen schmeckt mir das Ganze besonders gut. Okay, dann würde ich sagen, schreibt mir mal was dazu in die Kommentare. Kennt ihr diese Shogetten-Specials schon? Habt ihr die schon mal probiert oder eine von den anderen Sorten gekauft und sagt, die ist vielleicht sogar noch besser? Könnt ihr mir da eine Empfehlung geben? Ich lese alles, ich antworte auf alles und freue mich in jeglicher Form, etwas von euch zu hören. Dann würde ich sagen, das Video endet schon wieder an dieser Stelle. Wem das Ganze gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, wem nicht, Daumen nach unten. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten auf meinem Kanal und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Atzenberger.